Du hast eine Webseite, mit der gibt es hier und da Probleme und du bist dir nicht sicher, woran es denn genau liegt. Vermutest, dass es der Server sein könnte. Bei uns ist es in diesem Fall so, wir haben hier eine Seite, die läuft, auf der Hauptseite läuft eigentlich alles gut, die lief die ganze Zeit relativ schnell. Und auf den Unterseiten, zum Beispiel jetzt dieser hier, die man hier über die Navigation auch erreicht, auf den Unterseiten war die Seite dann wesentlich langsamer. Wir haben dann auch Speed-Tests gemacht, haben festgestellt, dass die Hauptseite hier in der gecachten Version, die eine nicht eingeloggte Person sieht, sehr schnell ist. Also insgesamt lädt die in unter 3 Sekunden. Also sehr schnell ist ein relativer Begriff. Manche Leute werden sagen, boah, 3 Sekunden ist eine halbe Ewigkeit. 3 Sekunden ist okay im Normalfall. Und die Unterseite hat hier heftige Probleme. Die hat 13 Sekunden gebraucht, um zu laden. Der Grund, wenn man sich hier diese Wasserfalldiagramme anschaut, ist hier vorne zu sehen. Und das ist, wenn man dann nochmal weiter nach unten guckt, die Time to First Byte. Also die Zeit, die es dauert, bis das erste Byte überhaupt vom Server an den Browser gesendet wird. Die Time to First Byte hat auch verschiedene Gründe. Einer von den Gründen, die dafür verantwortlich sein kann und meiner Erfahrung nach fast immer der Grund ist, nicht immer, aber fast immer, ist der Provider selbst. Und deswegen ziehen wir diese Webseite um, ohne dass wir die Domain von einem auf einen anderen Provider übertragen. Das lernen wir im heutigen Video. Was wir als erstes machen müssen, ist das, was wir schon 100-mal gemacht haben. Wir müssen quasi die Webseite von einem Host auf einen anderen übertragen. Das geht mit Plugins wie dem Duplicator, das geht mit WP All Import normalerweise. Hier in diesem konkreten Fall haben wir das Problem, dass die Seite schlichtweg zu groß ist. Also die kompletten Dateien, ungezippt von dieser Webseite, sind 1,2 GB. Die gibt es schon ein paar Jahre, da wurden schon relativ viele Dateien in die Mediathek hochgeladen. Dementsprechend war es darüber nicht möglich. Man nimmt jetzt quasi den Oldschool-Weg stattdessen. Man verbindet sich mit seinem FTP-Client mit der vorhandenen Webseite. Das ist jetzt hier die Apricum Group, die ich hier irgendwo aufhabe. Ja. Und lädt sich die ganzen Dateien von dem Server quasi herunter und anschließend lädt man sich die ganzen Dateien auf den neuen Server oben drauf. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf die Apricum Group auf All Inkle gehe, denn wohin werden wir die umziehen? Wir ziehen die natürlich auf All Inkle. Dann haben wir jetzt hier quasi denselben Inhalt, den wir ursprünglich gesehen hätten, wenn ich ein bisschen mehr Geduld mitgebracht hätte und hier auf den Ursprungsserver geguckt haben bei Webseiten und dann war das Apricum CMS. Also diese Inhalte hier, das sind quasi dieselben Inhalte, 26 Dateien und 8 Verzeichnisse, die wir jetzt bei All Inkle rübergezogen haben. So, das ist der erste Schritt. Wir haben die Dateien rübergezogen und die liegen jetzt auf dem Server von All Inkle. Jetzt müssen wir noch ein paar andere Sachen machen, damit es wirklich funktioniert. Als nächstes müssen wir jetzt die WP-Config anpassen, denn die WP-Config ist natürlich bisher darauf ausgelegt, dass die Webseite auf den alten Webspace von Domain Factory zeigt. Deswegen sagen wir hier Edits All Inkle und in diesem Ordner lade ich mir jetzt nur die WP-Config herunter und dann mache ich die Anpassungen in der WP-Config. So sieht das in der WP-Config aus. Ihr habt hier einen Datenbanknamen, einen Datenbank-User, ein Passwort und einen Host. Und da müssen jetzt eben die Daten rein, die im neuen Webspace gültig sind. Mache ich offscreen. Nachdem ihr es geschafft habt, die Daten rüberzutragen und die WP-Config anzupassen, müssen jetzt natürlich noch die Daten aus der Datenbank in die neue Zieldatenbank beim neuen Hoster. Dazu nehme ich hier zum Beispiel den PHP MyAdmin, das ist ein relativ gängiges Tool dafür. Da wollen wir rein und da gibt es die Möglichkeit, etwas zu importieren. Und man kann eben auch exportieren über den PHP MyAdmin, das heißt, man geht auf den bestehenden Hoster, exportiert die Daten oder was man auch machen kann, eine meiner Lieblingsmöglichkeiten, die ich gemacht hatte, beziehungsweise die ich sogar noch empfehlen würde, ehrlich gesagt, ist noch ein bisschen sauberer als das, was ich jetzt hier eben mache, ist, wenn ihr das Tool wp-migrate-db nutzt, das findet ihr dann hier unter Tools, sobald das Plugin installiert ist, das nennt sich wp-migrate-db und in diesem Plugin könnt ihr euch quasi einen Export der Datenbank ziehen, wenn ihr hier auf migrate geht und dann quasi Export Database und das Schöne bei dem Tool ist, er trägt euch automatisch gleich die URL ein, damit ihr die replacen könnt, wobei das hier in dem Fall nicht notwendig ist und er trägt euch auch die Serveradresse ein. Dann müsst ihr hier nur noch die neue Serveradresse also den Pfad auf dem Server. Und falls ihr den Problem habt, den rauszufinden, dafür gibt es eine Datei von mir, die heißt path.php, die macht nichts sonderlich kompliziertes. Die ladet ihr kurz hoch, ruft die quasi im Browser auf und dann zeigt ihr euch den Ordner an. Das habe ich euch schon mal in einem anderen Video ganz gut erklärt. So, dann wird quasi hier der neue Pfad eingesetzt und dann bekommt ihr ein Backup eurer Datenbank mit dem neuen Serverpfad. Das ist meistens extrem empfehlenswert. So, und dieses Backup muss jetzt quasi in die Datenbank beim Zielsystem rein, also sagen wir hier durchsuchen und dann müssen wir jetzt in den Ordner, wo ich das abgelegt habe. Hier ist mein Update von gestern. Das ist auch 3,9 MB groß, wobei das schon komprimiert ist, also nicht die größte Datenbank. Und jetzt wollen wir das quasi einfügen. Dann ist es im nächsten Schritt immer noch mal sehr wichtig, eine kurze Prüfung vorzunehmen, ob das dann alles funktioniert hat. Das heißt, wir warten kurz, bis der Import durch ist.
Unsere Datenbank wurde erfolgreich importiert. Jetzt gucken wir hier mal ganz kurz in das Datenbankpräfix und dann in die Tabelle Options rein. Und in Options werden wir sehen, die URL ist hier apricum-group.com. Okay, das heißt, wir haben jetzt zwei von drei Sachen gemacht. Wir haben jetzt die Daten umgezogen. Wir haben jetzt die Datenbank umgezogen. Also mit Daten meinte ich die ganzen FTP-Daten. Jetzt ist es noch wichtig, dass wir bei dem neuen Hoster die Voraussetzung treffen, dass der Hoster weiß, was er machen soll, wenn jemand quasi Apricum Group bei sich eingibt. Hier unter Domain kann man bei AllInkl einstellen, und zwar bevor eine Domain schon wirklich bei AllInkl liegt, was denn mit dieser Domain passieren soll, wenn sie jemals bei AllInkl landet. Und dann habt ihr hier noch die Möglichkeiten, weitere Anpassungen zu treffen. Unter anderem habe ich jetzt eben die PHP-Version hochgestellt. Und hier seht ihr übrigens auch das Stammverzeichnis. Also das ist der Serverpfad, den ihr an anderer Stelle einfügen müsst bei dem Ersetzen der URL in der Datenbank. So, hier gibt es eine Übergangsdomain. Das heißt, man könnte jetzt mit dieser Übergangsdomain mal testen, ob die Seite schon funktioniert. Der sagt uns jetzt, es gibt ein mögliches Sicherheitsrisiko. Das liegt daran, dass wir die Seite über HTTPS aufrufen, aber das HTTPS-Zertifikat nicht für diese Seite gültig ist. Das HTTPS-Zertifikat ist ein bisschen nervig. Das kann man erst dann nachholen, wenn quasi die Domain auf den neuen Webspace zieht. Das machen wir also später. Wir haben jetzt hier ein gutes Zeichen. Beim Neuladen bin ich automatisch auf die Live-Domain weitergeleitet worden. Das kann ja natürlich nur funktionieren, wenn quasi die ganzen Daten bei unserem Zielserver, auf den wir die Domain jetzt zeigen lassen wollen, auch schon vorhanden sind. Das ist also gut. Das ist ein gutes Zeichen in diesem Fall und sagt für uns, es ist quasi hier alles im grünen Bereich. Jetzt müsste man sich noch überlegen, ob man zeitweise in der Datenbank die Domain von HTTPS www.apricum-group.com auf HTTP ohne das S am Ende ändern möchte. Empfehlenswert ist es offen gestanden nicht. Es hat nur den Nachteil, dass jetzt direkt nach dem Umzug kurze Zeit lang die Seite nicht erreichbar ist, dass ein SSL-Fehler kommt. Das ist sofort behoben, wir müssen dann nur ein SSL-Zertifikat ausstellen. Das heißt, es kann dann sein, dass die Seite nochmal 2-3 Minuten nicht erreichbar ist, aber wahrscheinlich ist es leichter, als jetzt erst HTTP zu machen und dann nochmal auf HTTPS umzustellen. Wir sparen uns quasi einen Arbeitsschritt. Das heißt, für uns, jetzt ist die Seite soweit vorbereitet auf dem Zielsystem. Jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass die Webseite selbst, also wenn jemand diese Domain eingibt, diese apricumgroup.com, bei unserem Zielsystem auch rauskommt. Das ist nämlich noch nicht der Fall. Die übliche Möglichkeit, die man macht, ist, man nimmt quasi die Domain vom bisherigen Provider weg und überträgt die mit einem Outcode auf den neuen Provider. Das wollen wir nicht machen, weil wir einen temporären Test durchführen wollen. Wir wollen nur mal gucken, ob es denn am Provider liegt oder ob es an was anderem liegt. Deshalb kann man hier Folgendes machen. Wir brauchen jetzt die IP-Adresse von AllInkl. Die sehen wir hier. Die aktuelle IP-Adresse ihres Accounts. Die kriegt ihr quasi an dieser Stelle irgendwo im Provider-Menü raus. Im schlimmsten Fall müsst ihr den Support fragen. Und wir müssen jetzt hinterlegen, dass wenn jemand apricum-group.com aufruft, dass er bei dieser Domain, bei dieser IP-Adresse herauskommt. Das geht jetzt quasi im bisherigen Provider-Menü. Das heißt, wir gehen jetzt zur Domain Factory und dann haben wir hier die Möglichkeit, eine Name-Server-Einstellung zu treffen. Das ist jetzt ein bisschen advanced. Also wenn jetzt jemand sagt, da ist jetzt die Stelle eigentlich noch nie gearbeitet, dann seid da wirklich vorsichtig, aber ich führe euch jetzt auch hier Schritt für Schritt durch den Prozess. Wir nehmen uns die Domain, die wir umziehen wollen, gehen auf Editieren und hier gibt es jetzt zahlreiche Records, das ist ganz schön verwirrend und die einzigen, die uns aber interessieren, sind die A-Records, nur die, wo ein A steht. Also CNAME ist egal, ja, MX ist egal, das hat was mit Mails zu tun, SPF-Records hat was mit Mail-Versand zu tun und so weiter, es gibt hier ganz viele und wir wollen nur die A-Records ändern. Die zeigen aktuell auf Domain Factory hier diverse Male und das wollen wir jetzt quasi ändern. Wir wollen jetzt, dass der nicht mehr auf Domain Factory zieht, sondern auf ein abweichendes Ziel und das ist jetzt eben die IP-Adresse von AllInkl. Das machen wir einmal mit der Hauptdomain, apricum-group.com. Jetzt haben wir den ersten A-Record geändert, jetzt müssen wir noch den für Sternchen.apricum-group.com. Das ist in dem Fall relevant, weil es die www-Adresse von Apricum Group noch quasi mit abgreift und das sind die einzigen A-Records, die wir ändern wollen. Das ging jetzt hier wesentlich schneller. Die hier für Autodiscover brauchen wir nicht, die für Office brauchen wir nicht, das sind irgendwelche Subdomains oder so, die können woanders hin zeigen, das ist uns relativ egal, das hat hier was mit Outlook zu tun und so. Und damit haben wir jetzt quasi die Name-Server geändert und jetzt kann man quasi einen DNS-Check durchführen. Und hier wollen wir jetzt für die Domain apricum-group.com für über den DNS-Server von Google mal schauen, was es für DNS-Records gibt. Der von Google ist erschreckend schnell,
Also absolut erschreckend schnell. Wir haben das hier, es gab hier vielleicht minimalen Schnitt, der dir 10 Sekunden dieses Videos erspart hat, aber keinen, der jetzt irgendwie 30 Minuten gespart hat. Also Google zum Beispiel hat sofort gecheckt. Ja, hier, das ist die IP-Adresse, was denn sonst? Deswegen mag ich auch dieses Tool, ehrlich gesagt, das verlinke ich dir selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Und damit sehen wir auch schon, das hat quasi jetzt funktioniert. Wenn jetzt jemand die Domain aufruft, apricum-group.com, dann landet er beim neuen Webspace. Und das werden wir spätestens dann merken, wenn er jetzt eine Fehlermeldung bekommt. Hier lädt es ewig langsam, also sind wir noch bei Domain Factory. Das werden wir spätestens dann merken, wenn wir versuchen, die Seite aufzurufen und jetzt eine Fehlermeldung kommt, dass das SSL-Zertifikat nicht gültig ist. Wenn du selbst prüfen möchtest, wo denn jetzt gerade dein eigener Browser versucht, die Seite aufzurufen, dann gibt es ein Tool, das ist beim Mac das Terminal, beim Windows ist das die Eingabeaufforderung und im Tool musst du eigentlich nur eingeben ping und dann apricum-group.com, also die Domain, die du haben willst, und dann siehst du hier, dass der interessanterweise sogar schon die richtige IP-Adresse pingt, was ehrlich gesagt wenig Sinn ergibt, weil ich ja eben noch gesagt habe, dass er eine Fehlermeldung anzeigen sollte, dass das SSL-Zertifikat nicht gültig ist. Wenn die Verbindung ungültig ist, müsst ihr noch ein SSL-Zertifikat hinzufügen. Das geht hier bei Allinkl, wenn ihr schaut, da ist die Domain und aktuell sagt er noch, es ist ein externer Name-Server und sobald quasi diese Fehlermeldung da weg ist, jetzt sieht man sie hier auch nicht mehr, kann man hier ein SSL-Zertifikat hinterlegen. Das geht hier ganz einfach mit Let's Encrypt, man sagt her damit und ab diesem Zeitpunkt haben wir ein SSL-Zertifikat für die Seite und jetzt können wir auch noch sagen, dass wir theoretisch SSL erzwingen wollen. Da müssen wir nur gucken, weil in der Datenbank wahrscheinlich gerade eingetragen ist, dass es www.apricum-group.com ist und das SSL-Zertifikat läuft jetzt aber auf nur https://apricum-group.com. Das heißt, ich warte jetzt ein bisschen, bis das quasi alles wirklich bei Allinkl liegt und sobald es alles bei Allinkl liegt und es keine Probleme mehr gibt, dann setze ich mal in der Datenbank ein, dass er alle Vorkommnisse von www.apricum-group.com mit apricum-group.com ersetzen soll. Und danach bin ich der Meinung, habe ich wirklich alles gemacht, um dafür zu sorgen, dass diese Seite jetzt auf dem neuen Server liegt und wir können dann quasi wieder einen Speedtest machen und schauen, ob jetzt die Ergebnisse irgendwie anders sind. Das ist jetzt was ich jetzt nachgeschoben mache. Für euch war das jetzt quasi die Anleitung, wie ihr dafür sorgt, dass eine Webseite von einem Server auf einen anderen umgezogen wird, ohne dass ihr, wie gesagt, die Domain selbst mit einem Outcode an den neuen Provider übertragt. Ich hoffe, das funktioniert für dich. Das ist gerade für Webdesigner eine relevante Methode, weil sie so eben schauen können, ob es denn an dem Provider liegt oder ob andere Gründe dafür verantwortlich sind, dass die Seite so langsam ist. Ich bin jetzt auch mal gespannt auf die Testergebnisse. Ich lasse euch dann wahrscheinlich einen Kommentar da und gebe euch mal das Follow ab. Momentan sind wir nicht sehr gut auf Domain Factory zu sprechen, obwohl wir die in unserem großen Provider-Vergleich noch relativ hoch gelobt haben. Mal gucken, ob es wirklich an Domain Factory liegt und ob es bei Allinkl dann besser läuft. Falls sich diese Themen interessieren, ich habe viermal die Woche einen Livestream üblicherweise, wenn nicht gerade Feiertag ist, in dem ich dir solche Sachen erkläre. Schau da gerne mal vorbei. Einen Link gibt es hier irgendwo neben mir oder unter dem Video. Dann sehen wir uns hoffentlich bald mal dort. Ansonsten kannst du gerne noch einen Kommentar hinterlassen, ob dir das Video weitergeholfen hat und den Kanal abonnieren, damit Google Bescheid weiß, dass es ein guter Kanal alles und du den gerne guckst. Dann kriegst du auch noch mehr Videos von mir und lernst noch mehr über Webdesign. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald mal. Ciao, ciao.